Willkommen zurück bei AC/DC Pro 3. Als nächstes schauen wir uns nach dem Verwaltmodus einmal den Ansichtsmodus an. Hier kann ich einfach auf Ansicht klicken, um zu wechseln, oder ich doppelklicke das Bild. In beiden Fällen landen wir hier in unserem Ansichtsmodus. Der Ansichtsmodus gibt uns die Möglichkeit, uns unsere Bilder etwas näher anzuschauen. Neu in der Version 3 ist, dass ich hier unten jetzt einen sogenannten Filmstrip habe, in dem ich hier sehr, sehr leicht und schnell mich durch meine Bilder klicken kann. Hier unten habe ich dann die Möglichkeit, auch nochmal etwas zu bewegen, um noch schneller hier nach rechts und links durch meine Bilder gehen zu können. Weiterhin haben wir eine ganze Reihe von Ansichtsmodis, die uns halt auch helfen, hier die besten Bilder zu finden. Ich kann hier jetzt zum Beispiel einfach ein Quadrat ziehen, hineinklicken und dann kann ich hier halt sehen, inwiefern das Bild vollständig scharf ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, hier halt auch Verschlagwortungen vorzunehmen, Kategorisierungen vorzunehmen. All diese Möglichkeiten haben wir hier, um uns halt zum Beispiel auch hier im Vollbildmodus das Ganze anzuschauen.